Moin und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wer wird beginnen? Ich mache es. Eine der uralten Flamme. Trauern wir. Ob dieses Verlustes weinen wir. Für die Gefallenen schreien wir. Und für uns nehmen wir Abschied. Sein Geist ist von uns gegangen. Mitglieder des Zirkels. Wir ziehen uns in die Tiefenschmiede zurück, wo wir ein letztes Mal zusammen trauern. Seid ihr immer noch im Besitz der Fragmente von Wutrath? Ich muss sie für ihren Zusammenbau vorbereiten. Jetzt redet doch nicht so blumig, Junge. Natürlich möchte ich euch um einen kleinen Gefallen bitten. Es gibt da noch eins, das Kotlak stets wie seinen Augapfel gehütet hat. Würdet ihr seine Gemächer aufsuchen und es mir bringen? Ich denke nicht, dass ich der Beste bin, um seine Sachen zu durchwühlen. Ich danke euch. Ich werde hier warten. Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Verschwindet. Was? Verschwindet. Warum soll ich verschwinden? Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder. Tagebuch wir mal lesen. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvasker, solange ich zurückdenken kann. Das ist doch gut. Wir sind nichts als Maden, die sich im Schmutz verbreiten. Ihr seid zurück. Ich danke euch. Eure Schildbrüder und Schwestern haben sich zur Tiefenschmiede zurückgezogen, wo sie auf euch warten. Der Alte hatte nur einen Wunsch, ehe er starb. Und der wurde ihm nicht erfüllt. So einfach ist das. Ein Kind des Mondes zu sein, ist nicht so ein großer Fluch, wie ihr vielleicht glaubt, Vilkas. Schön für euch.
aber er wollte rein sein. Er wollte Iskramor treffen und die Pracht von Sovngarde kennen. Doch all das wurde ihm genommen. Und ihr habt ihn gerecht. Kodlak war die Rache egal. Nein, Farkas, dem war nicht so. Und darum geht es hier auch gar nicht. Wir sollten Kodlak ehren, ganz gleich, was wir selbst über das Blut denken. Ihr habt recht. Das ist, was er wollte. Und er hat verdient, es zu bekommen. Kodlak hat von einem Weg gesprochen, seine Seele selbst dem Tode noch zu läutern. Ihr kennt die Legenden über das Grab von Iskramor. Dort werden die Seelen der Herolde dem Ruf des Stahl des Nordens folgen. Wir können das Grab ohne Wutrat nicht einmal betreten. Und die Axt ist in viele Stücke zerbrochen, wie schon seit 1000 Jahren. Und Drachen gab es nur in Märchen. Und die Elfen herrschten einst über Himmelsrand. Nur weil etwas so ist, wie es ist, bedeutet das nicht, dass es so sein muss. Die Klinge ist eine Waffe, ein Werkzeug. Werkzeuge können und werden kaputt gehen und wieder repariert werden. Ist das... Habt ihr die Klinge repariert? Das ist das erste Mal, dass ich über alle Teile verfüge. Das habe ich unserem Schildbruder hier zu verdanken. Die Flammen eines Helden können das Zerschmetterte neu schmieden. Die Flammen Kodlaks werden die Wiedergeburt von Wutrat befeuern. Und nun wird die Waffe euch erneut zu ihm bringen. Da ihr die Fragmente getragen habt, sollte es auch euch zufallen, Wutrat in die Schlacht zu tragen. Ihr anderen solltet euch darauf vorbereiten. Wutrat. Zum Grab von Iskramor aufzubrechen. Für Kodlak. Für Kodlak. Für Kodlak. Für Kodlak. Für Kodlak. Für Kodlak. Ups. Ein zu früh. So, was haben wir noch, was wir alles reinpacken können, was wir nicht brauchen? Blaues Steinsegel hat kein Gewicht. Hier können wir nicht abgeben. Hier hat Geld kein Gewicht. Da sind Bücher, wo ich die Alchemie-Zutaten drin hab. Die mit hier drin? Ich hab nicht geplant, so hier Zutaten.
Nehmen wir noch Lydia mit, wir nehmen Lydia mit. Mit komplettes Chaos. Warum bin ich jetzt da hängen gegangen? Ja, was bin ich? Lydia, du hast geschworen, meinen Last zu tragen. Habt ihr euch verlaufen? Nein, Lydia. Ehre sei mit euch, mein Tane. Ehre sei auch mit euch, mein Huskarl. Geht voran. Komm, Lydia. Und leg mal bitte deine vernünftige Ausrüstung wieder an. Ist das aber eine Überraschung? Lol. Wisst ihr was? Ihr lauft los und ich steche euch in den Rücken. Das ist euer Ende. Ich bringe euch um, wenn ich es muss. Lydia, du kannst es doch. Na komm. Wenn nicht. Das ist die letzte Ruhestätte Isgramors und seiner zuverlässigsten Generäle. Ihr solltet vorsichtig sein. Kodlak hatte recht. Ich ließ zu, dass mein Herz von Rache beherrscht wurde. Ich bereue nichts von dem, was wir im Schattenstollenheiligtum getan haben. Aber mit vernebeltem Verstand oder kummerschwerem Herzen kann ich nicht weitergehen. Bringt Wutrat nach Isgramor zurück. Dadurch sollte sich der Weg öffnen. Etwas hat sich in den Monden bewegt, Bruder.
sich die Schwere, die geht. Hier, wir können nicht looten. Was? Hier drüben. Fuß, Bruder! Das ist nichts. Na, frag mir. Nee, jetzt auch, da sind immerhin zu dritt. Ich kann nicht mehr, Schildbruder. Seit dem Staubmannsgrab sind mir die großen Krabbeldinger zu viel. Jeder hat seine Schwachstelle. Und das ist meine. Ich bin nicht stolz, aber ich bleibe bei Vilkas. Grüßt Iskramor von mir. Ernsthaft. Das wird wunderbar. Für Kodlak. Für Kodlak. Für Kodlak. Dann wären wir zu zweit. Da kommt. Ist da jemand? Ich bin hier nicht willkommen, jemanden. Ja! Kasta! So. Auf geht's. Ich spüre den Gegenwart von jemandem. Niemand verwirrt.
Seid gegrüßt, Schildbruder. Natürlich. Meine Herolde und ich wärmen uns hier auf. Wir versuchen, Irsine zu entgehen. Ihr könnt nur mich sehen, weil euer Herz nur mich als den Anführer der Gefährten kennt. Der alte Wegner könnte sicher noch ein halbes Dutzend meiner Vorgänger sehen. Und ich sehe sie alle. Alle in Sovngarde. Alle, die mit mir in Irsines Reich gefangen sind. Und sie alle sehen euch. Ihr habt im Namen der Gefährten Ehre gemacht. Das werden wir so schnell nicht vergessen. Hat er das? Ich kann es nur hoffen. Habt ihr die Köpfe dieser Hexen noch? Ausgezeichnet! Werft einen davon ins Feuer. Dadurch wird ihre Magie freigegeben. Zumindest für mich. Seht an, die nächste Made, die unter meinen Stiefeln zerquetscht werden wird. Keine Spur von ihnen. Seid gegrüßt, Schildbruder. Und damit die Bestie in mir erschlagen. Ich danke euch für dieses Geschenk. Die anderen Herolde sind aber immer noch von Irsine gefangen. Vielleicht können mir ja die alten Helden aus Sovngarde bei ihrer Rettung helfen. Die Höllenfahrt des Jakons. Es wäre eine triumphale Schlacht. Und vielleicht kämpft ihr in dieser Schlacht eines Tages an unserer Seite. Und führt die Gefährten zu andauerndem Ruhm. Hab ich das richtig verstanden? Hat er gesagt, dass ihr die Gefährten anführen sollt? Ihr habt euch das Recht verdient. Jeder weiß um eure Stärke und Ehre. Und es ist mir eine Ehre, euch als Erster als Herold ansprechen zu dürfen. Kommt, sagen wir es den anderen. Danke, Alea. Hier ist Kramorschild. Was braucht ihr? Sonst noch etwa? Ihr wiegt jetzt Kramorschild. Was braucht ihr? Sonst noch etwas? Nein. Hilden muss das letzte Wort der Macht geben noch.
Das ist der Ausgang. Hier oben sind wir jetzt. So, Lydia. Das ist die Akademie vom Winterfeste. Und das letzte, der letzte Drachenschrei. Damit haben wir das letzte Wort der Macht. Und den 30. Drachenschrei, meine ich, müsste es sein. Ich glaube, mehr Drachenschreie gibt es aber auch nicht mehr. Also wird 30 Wörter da macht. Oder noch ein paar mehr, ich glaube 30, wenn es starten kann. Da will ich immer nach Weißlauf zurückkehren. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Wenn sie die Sturmmäntel unterstützen wollen, kriegen sie, was sie verdienen. Wisst ihr, seit Kotlaks Bestattung fühlt sich die Himmelsschmiede irgendwie lebendiger an. Es heißt immer, die Seelen der alten Helden sind es, die der Himmelsschmiede ihre Stärke verleihen. Aber ich glaube, die Schmiede kennt die Größe von Kotlaks Seele. Ich kann's mir nicht erklären, aber es fühlt sich an, als sei sie jung. Ich wette, jetzt könnte sie Metall schmieden, wie es seit Urzeiten niemand mehr gesehen hat. Ich will es unbedingt versuchen. Ja, die Gefährtenquest-Reihe ist vorbei. Ohne Wigner wäre ich jetzt tot. Er nahm mich auf und half mir, das Ruder herumzureiten. Und wir haben alles Mögliche unternommen, um uns darauf vorzubereiten. Aber denk daran, dass die Gefährten aus Weißlauf stammen. Jeder Drache, der hierher kommt, kann sich auf eine Überraschung gefasst machen. Ja. Geht wohl, mein Herr. Ich kümmere mich um die Krieger von Jorvaskere, solange ich zurückdenken kann. Haben wir nirgendwo keinen Stein von Barenzia? Ich atme nun in kühlen
Jetzt haben wir nicht alles abgeschlossen. Und wir sind gerade bei Level 57. Ich habe Schlammkrabben gesehen, die schlauer waren als ihr. Hawker. Oh, hallo Papa. Oh. Papa. Ja? Gebt auf euch acht. Ja, auch auf euch. Lydia, ne? Schon wieder zu Hause zu sein. D4, Umbra, okay, muss ein bisschen was weg. Harkonschwert, Bogen der Nachtigall, wie wollen wir jetzt diesmal drücke ich ein Auge zu. Jetzt schon aktivieren. Ach, Lydia. Ich gebe euch Deckung. Wie kann ich euch dienen, Tane? Eben ist platt. Alter, sieht die gut aus. What the fuck? Habe ich auch jetzt gerade aus Helm? Irgendwo? Kurs-Champion sperrt. Wie kann ich euch dienen, Tane? Ich komme aus. Also zerfällt. Ich habe echt zu viel Kram. Da muss ich auch die DLCs hinzufügen, die beiden kleinen Mini-DLCs, die es gibt. Ja, so. Dann mal los. Los mal dann. Los. Wenn man Dämmer wacht. Ich würde das Schild nicht mit der Axt dann packen, aber. Die haben wir alle auch noch nicht.
Bitte würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bitte gefallen der Bewertung und vergesst den Kanal zu abonnieren. Da verpasst ihr nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.